Mit Sonnenschein begrüßte Stendal am 22. März seine Besucher, auch die Mitglieder des IHK-Regionalausschusses Harz. Sie waren zu einem Regionalausschusstreffen in die Altmark gekommen, um gemeinsam mit dem IHK-Regionalausschuss Altmark Erfahrungen auszutauschen. Ort des Treffens war das Gelände des hiesigen Standorts der Hochschule Magdeburg-Stendal. Bevor der allgemeine Erfahrungsaustausch beginnen konnte, stand aber erst die traditionelle Begrüßung auf dem Programm. Diese erfolgte durch die in der Altmark tätige IHK-Vizepräsidentin Ramona Miedl und den in Wernigerode ansässigen IHK-Vizepräsidenten Nils Appelt. Auch Dr. Jürgen Ude sprach zu den Teilnehmern, allerdings nicht mehr in seiner Funktion als IHK-Vizepräsident. Seit Januar 2017 ist er Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt. Er verriet, wie er sich nach diesem beruflichen Wechsel unter alten Kollegen fühlt. Ja, ich fühle mich wie immer, wie früher, sagen wir es ganz klar. Nein, ich fände es aber auch schön, dass heute ein gemeinsamer Ausschuss hier ist, und zwar Harz und Altmark. Ich finde es auch ganz toll, dass wir den Punkt hier in der Hochschule Magdeburg-Stendal gewählt haben, weil Sie wissen das ja, ich mache das Thema Wirtschaft und Wissenschaft, und damit war es, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, dass man das hier gemeinsam macht und auch die Kollegen aus dem Harz sehr gut integriert hat. Quasi als Hausherr war Professor Dr. Wolfgang Patzig zu Gast. Er ist an der Hochschule Magdeburg-Stendal Prorektor für Hochschulsteuerung und Marketing, weswegen ihm die Aufgabe zufiel, den Wirtschaftsleuten der IHK seine Institution vorzustellen. Als lockeren Übergang zur Diskussion über die Entwicklungsschwerpunkte der Region Altmark und Harz, beispielsweise die Notwendigkeit des Ausbaus der A14 und der B190N in der Altmark, gab es eine kleine Führung über den Hochschulcampus. Dabei wurde Wert auf die Geschichte des Areals gelegt, das ursprünglich als Tauentzienkaserne von der Wehrmacht und später von der Roten Armee genutzt wurde. Zeugen dieser bewegten Vergangenheit fanden die IHK-Mitglieder in einer campuseigenen Ausstellung. Bei so viel Historie standen aber auch die Gegenwart und die Zukunft auf dem Programm, und einer der wichtigsten Punkte hier ist die Digitalisierung. Auch im Harz ist sie ein Thema. Die IHK-Vertreter arbeiten aber mit Nachdruck an einer Verbesserung der Situation. Ja, steter Tropfen höhlt den Stein, und wir hören nicht auf, halt unsere Forderungen und Wünsche Richtung Magdeburg halt permanent Ausdruck zu geben und zu wiederholen. Und ich sag mal, die aktuellen Planungen sehen ja so aus, dass da endlich was passieren soll. Frage ist, ob es nicht ein bisschen spät ist, und das, was man da vorhat, ob das nicht nur ein halber Wurf ist, aber besser etwas als gar nichts.